Yay, Leute, wir haben den 10. Part erreicht. Was so viel heißt, heute steht mal ein Schlachtpart an. Frag mich nicht, warum ich mit einem Bike hier fahre. Also, Bike ist eigentlich nur... Na, fürs Fahren eigentlich gut, aber für eine Schlacht eigentlich nicht so. Na gut, willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8. Dadurch es sich um eine Schlacht handelt, ist es also die 10. Folge. Und dadurch es die erste ist, bestätigt das auch, dass es die 10. Folge ist. Okay, keine Ahnung, was ich hier gerade gelabert habe, aber gut. Ich werde es nie verstehen. Ich werde es einfach nie verstehen, wie man gut kommentieren kann. Ich muss halt noch lernen. Das ist halt so eine Sache. Und mit einem Dreierpack Grüne müsste ich jetzt was reißen. Komm! Nein! Hä, wie hat der ausgewichen? Bombe. Das ist natürlich nett. Ist ja gnädig. Ist auf jeden Fall gnädig. So, dich hole ich mir auf jeden Fall mal schon. Gut, einen Hammer. Und da vorne kommt dann mein zweiter Punkt, nehme ich an. Ja! Komm, ich bleibe. Der hat eine Bombe! Okay, die ist weg. Och, wie lieb. Hallo, lieber Player. Du tötest dich gerade selbst, das weißt du, oder? Okay, er wusste es nicht. Gut, 6 Punkte. Ah, 6 Punkte? Alles klar, ich habe schon 3 geholt. Gut, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Yes! Alter, der wird ragen, der ist vorher erster. Ja, der verfolgt mich jetzt. Der ist vorher erster geworden, nämlich der Typ. Aber kein Problem. Der wird mich jetzt so hassen dafür. Weil erstens bin ich erster, somit wird er mich sowieso verfolgen. Gut, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, ich sehe nichts. Ach, scheißen. Oh, hallo. Da ist er offenbar. Nein, da unten fährt er, da unten fährt er. Ich glaube, das ist der, was erster vor geworden ist. Naja, schauen wir mal. Der ist schon wieder geschädigt worden. Da unten fährt er. Ja, das ist der vorhin, der Erstplatzierte von vorhin. So, jetzt habe ich dich. Ja, easy. Und noch... Ah, nee. Okay, da hat er mich mitgerissen. Schade. Der wird mich jetzt so hassen dafür. Der wird mich jetzt einfach so hassen. Ich werde der verfolgen... Oh, da ist eine Banane drin. Der wird mich jetzt so hart verfolgen und wird einfach nur probieren, mir irgendwie ein Item reinzuwürgen. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie er es machen will, aber er hat sich hier irgendwie vor. So, jetzt habe ich dich, oder? Ja, easy. Aber komm, Roter ist ja wirklich unfair eigentlich in so einem Modus. Grüne und Bananenbomben, sowas geht natürlich. Aber ein roter Panzer, der ist richtig gemein. Gut, ich dachte schon, der wird auf mich zukommen. Aber ist ja nichts Ernstes. Einen grünen Panzer kann man ja noch leicht abwehren. So, da ist ein Kollege oben, der, glaube ich... Nein, der dreht nicht um. Hat der irgend... Der hat einen Dreierpack grünen. Und der verschießt ihn einfach. Okay, schade um die Itemverschwendung, aber gut. Ich glaube, der kommt von da oben runter. Ja, jetzt kannst du runterkommen, kein Problem. Hallo. Opa, der hat vorher überlebt auch, der ist Zweiter geworden, soweit ich weiß. Aber irgendwie hat der auch, glaube ich, nur ausgewichen, habe ich so ein Gefühl. Also der, was Erster war und den wir gekillt haben, den Schweizer, der hat eigentlich alles immer gemacht. Und ja, deswegen ist er Erster geworden und der vorhin Zweiter. Gut, und diesmal sind wir Erster geworden, auf jeden Fall. 8 Punkte haben wir gemacht. 24 plus... Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ja, punktemäßig bin ich auch ganz schön gleich, was die anderen Leute angeht. Na gut, ab zur nächsten Schlacht. Es haben sich weitere Spieler der Partie angeschlossen. 2 Schweden sind zum Beispiel nun dabei. Naja gut. Kriegen wir sicher hin. Wenn ich so viel Itemglück habe... Oh nein, ich glaube der... Nein, das ist nicht der. Nein, wir haben noch einen dritten Metal Mario. Super, jetzt kann ich den Schweizer, der vorher so gut war, oder anscheinend so gut ist, jetzt kann ich den nicht auseinanderhalten. Okay, da ist er. Der wird mich sowieso jetzt für den Rest seines Lebens hassen. Ne? Einfach nur, weil ich ihm die ganze Zeit Items reingewirkt habe. Oh, oh. Achtung, 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 Achtung. Thiago, der bleibt da oben stehen. Keine Ahnung, was er davor hat. Vielleicht campen oder so. Ich hoffe, er macht das nicht wirklich. Wenn er jetzt wirklich campt, dann ist es traurig. So, da ist, kommt ein Grüner von dem... Scheiße. Gut, Item habe ich. Nein, 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 nein. Ich fahre schon weiter, ich fahre schon weiter. Ihr braucht nicht aggressiv werden. Gut, Flop, ne... Da heißt einer Flop, was? Der hat doch nur mal einen Ballon. Flop im Spiel. Ich will jetzt so lachen, wenn das sein eigener war, den er gerade vorhin... Oh. Oha, auf jeden Fall nett. Scheiße. Ah, kann ja immer sein, dass er rein... Oh, ich vergesse immer wieder den Drift vom Bike, dass der anders ist von den normalen Karts hingegen, die ich normalerweise in Schlachten fahre. Naja, gut.
So, dich hole ich mir. Ich glaube, der müsste sogar... War das jetzt, weil ich ihn getroffen habe, oder wie? Ja, easy erwischt. Oh Mann, ey. Gut, damit bin ich Vierter, aber ich bin noch lange nicht Erster. Nee. Drei Leute sind sogar Erster. Also die werden 5 Punkte wahrscheinlich haben oder irgendwie so. Aber können wir noch reißen. Nein. Bitte geh weg. Ich will dich nicht haben. Du bist giftig. Okay, jetzt bin ich giftig. Jetzt wird's lustig. Ernsthaft jetzt? Wie hat der das hin... Ich habe einen Bumerang hinter mir gehabt. Super. Komm, fahr rein. Schade, hätte er sein können, dass er reinfährt. Ich hätte es ihm auf jeden Fall zugetraut. Umdrehen. Das will ich nicht haben. So, da hat es gerade einen Crash gegeben auf jeden Fall. Flammen sind natürlich nicht so nett, aber ich glaube, ich treffe sogar... Nein, was? Wir haben dir das überlebt. Oh, das ist nicht normal. Mit 3 Punkten ist das richtig miserabel, die Leistung. Ich erwarte mir eigentlich schon mehr in Schlachten. Aber immerhin sterbe ich nicht, das ist gut. 30 Sekunden, na super, ich werde nicht Erster. Mit 3 Punkten, das ist 3 Punkte sind da richtig schlecht. Alles klar. Aber es leben generell noch 7 Leute von 12. Okay, das war's jetzt. Jetzt kriege ich nichts mehr. Aber ich glaube, ich habe... Ja, komm! Okay, gut, jetzt habe ich einen Punkt bekommen. War nur verzögert. So, 9 Sekunden, da geht's noch ein Item aus. Komm. Den kill ich. Scheiße. Ah, der hat's... Ja! Ja, der hat's getroffen sogar. Das war... Ich bin Erster. Geil. Einfach nur geil. Und der Timo Junge, der Schweizer, der anscheinend so gut ist, der hat wieder nichts gerissen. Ist ja geil. Okay, ab in die letzte Schlacht des heutigen Tages. Alter Vater, auf der Map wird es jetzt lustig werden. Weil erstens mal, es gibt so viele Auswege, man kann so gut Leute snipen einfach. In diesem Labyrinth voller Wege. Somit, ja, wird das richtig schwierig werden. Noch dazu, ich kann die Map einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Und, einer hat gelieft, soweit ich weiß. Also ich habe zumindest gesehen, es sind nur 11 Leute drin. Nur mehr 11 Leute, sind die genug. Und hier kommen einfach von allen Winkeln und Seiten können hier Items kommen. Das ist so gemein. Hat der wirklich nur mal... Ich denke mir, ich bin so blöd und treffe den nicht mal. Gut, ich drehe um auf jeden Fall. Oh! Komm, das kriegst du zurück. Na, Kanadierin. Gut. Ja, hättest du gerne, dass ich so leicht drauf reinfall. Oh! Jetzt könntest du treffen! Den verfolge ich auf jeden Fall. Oh, na super, er dreht um. Der ist sogar Erster gerade. Okay, das zählt zu den Ersten zumindest. Der hat es irgendwie geschafft, wen zu killen. Gut, da kommt einer. Den hole ich mir jetzt. Da, zack. Die muss sitzen. Und die sitzt auch. Aber nein, der kriegt keinen Abzug. Was? Alter, das Spiel leckt einfach zu hart in solchen Fällen. Ne? Ja, den treffe ich. Was ist das? So richtig unfair, richtig unfair. Da könnte ich mich wieder aufregen. Ich könnte mich nicht nur aufregen bei sowas. Da könnte ich reinkotzen. Ich habe einfach Pech auf der Map. Ach, der will auch zu mir. Gut, können wir natürlich. Komm her, kuscheln. Scheiße. Gut, ich habe... Was? Nein! Es ist einfach so ein Glück. Das ist einfach so eine Glücksmap hier. Weil du einfach nirgends ausweichen kannst, solange du in dem Labyrinth bist. Das ist so ungünstig einfach. Okay, so bin ich gut gewappnet. Aber ich habe nur mal ein Ballon. Komm, ich brauche einen Stern auf jeden Fall. Da ist ein Bumerang. Okay, da war ein Bumerang. Haha, der ist gestorben einfach. Okay, gut. Nichts dagegen. Wow! Schön, dass ich das noch gemerkt habe. Okay. Gut. Bitte verschneller. Aha, es ist so eine verdammte Kacke einfach. Aber immerhin eine schöne Sache. Zurzeit sind wir gar nicht gestorben. Also wir haben alle überlebt. So, den hole ich mir. Der hat keine Chance mehr. Der ist somit raus. Hatte nur mal einen Ballon. Da vorne ist auch noch jemand. Ich glaube, der hat auch nur einen Ballon. Kann sein zumindest. Ja, super. Jetzt hat er ein 3er-Pack. Wunderbar. Das riskiere ich nicht. Da kommt einer mit einem... Mit einem Feuerball! Ja! Ja! Ich habe das nicht gesehen, dass der einen Feuerball hatte. Oh mein Gott! So ein Luck!
Ich bin locker. Okay, ich glaube, das war's damit. Bei 4 Punkten werde ich stehen bleiben, weil die werden sich nicht mehr groß hier wegbewegen. Obwohl, das geht sogar noch. Scheiße. Da kam von hinten was. Nein, 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 mich verfolgt gerade einer. Mich verfolgt gerade einer. Banane kam auch. Erwischt sogar, aber leider zählt er nicht. Gut, 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 gut. Also, ich werde gerade verfolgt, aber hat ihm nichts mehr gebracht. Gut. Oh mein Gott, da will sich irgendwer an mir rächen. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer will sich an mir rächen. Gut, 1294 Punkte in den Schlachten. Not bad, not bad. Gut, das war's mit dem heute ersten Schlachtpart. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in den Rennen. Ciao, Leute.